Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, Folge 8. In der letzten Folge haben wir einfach nur die Stadt ein bisschen erkundet und am Ende ist dann das Spiel abgestürzt oder hat sich aufgehangen und, Ork-Bandit. Wir sollen ja eine Waffe eines Orks suchen, ne? Ich bin schon fast gewillt, jetzt noch meine anderen beiden Feuerbälle aufzuopfern und dann vielleicht zur Stadtwache zu rennen. Ich habe keine Mana mehr. Okay, einfach zu dem Ork hinzurennen und dann zur Stadtwache zu rennen. Gut. Fängt schon wieder spannend an. Oh, oh, oh. Ist er schneller als ich? Das ist schneller als ich. Also ein bisschen. Komm her. Ah. Oh, das war knapp. Wie, ein Varan auch noch? Wir sind gleich da. Ich mag nur deine Waffe haben. Ich hab grad schon gedacht, das folgt mir weiter. Okay. Ich habe eine Ork-Waffe. Jetzt muss ich erstmal zum Schmied und dem Bescheid sagen und hoffe, dass es die richtige Ork-Waffe ist. Ich speichere kurz. Ich finde die Musik extrem laut, das ging mir schon in der letzten Folge so. Aber langsam wird es anstrengend. So, mal ein bisschen leiser gemacht. Echt schön hier, von den Gebäuden her. So, hi. Was hast du hier zu suchen? Ja, ich habe eine Waffe. Okay, dann komme ich später wieder. Wie spät ist es denn? Es ist 6:30. Ja, kann er schon mal langsam aufstehen, oder? Gut, ich glaube, ich warte hier einfach kurz, bis der fertig ist. Und spule das für euch vor. Gut, ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz. Wir sollen uns ja einen Segen holen und das können wir ja mal eben machen. Mal eben zu sollt ihr mein Land ihm gehen, zu Vatras. Zum Wassermagier. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Cavalon, dem Jäger. Cavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Cavalons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Okay.
Oh Gott, das sind viele Gesprächsoptionen. Also dann ist der Schmied auf jeden Fall wach. Ich bitte um deinen Segen. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Okay. Also ich habe jetzt beide Dinge gegeben, ja? Nein. Nur die Steintafel des Bogenschützen nicht. Okay, also nur die alten Steintafeln. Gut. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich los... Ich glaube, wir sollten nicht von ihm erzählen, oder? Egal. Ich bin ein ehemaliger Gefangener. Ich bin nur ein Abenteurer aus dem Süden. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Was muss ich... Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass... Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen.
Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? ...solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun, wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Also Miliz, Großbauern oder Kloster? Das werde ich tun. Schwierige Wahl mal wieder. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wofür ihr euch entscheiden würdet. Natürlich haben wir uns bisher nur die Miliz angeschaut, beziehungsweise auch noch nicht komplett. Ich meine, in den Milizgebäuden und sowas waren wir ja noch nicht. Aber wir sind hier in der Stadt. Also man würde dann der Stadt angehören quasi. Und im Kloster und beim Großbauern waren wir natürlich noch nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Aber natürlich erstmal so möglichst viele Aufgaben meistern, bis wir uns dann tatsächlich entscheiden. Würde ich wieder machen, wie in Gothic 1. So. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Warte, wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Jetzt sollte... Ja, der Schmied ist jetzt wach. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Mal sehen, was er sagt. Was willst du? Ob er die Waffe anerkennt. Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Was die anderen Meister betrifft, der gute alte Torben will einfach nur, dass du dir den Segen der Götter holst. Ich halte das für eine gute Sache. Bosper hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Er bat mich darum, ihm zumindest die Gelegenheit zu geben, dich für seinen Beruf zu begeistern. Sieh dir die Sache mal an. Danach kannst du dich immer noch entscheiden. Es sei denn, du legst auf seine Stimme keinen Wert. Konstantino hat noch nie von dir gehört. Und Matteo sagt, du hast ihm sein Gold wiedergebracht. Scheinst mir ein ehrlicher Junge zu sein. Du brauchst die Zustimmung von mindestens 4 Meistern, um in der Unterstadt als Lehrling anfangen zu können. Also solltest du mit allen reden, die noch nicht von dir überzeugt sind. Ja, machen wir. Zu Konstantino könnten wir gleich mal gehen, bevor wir wieder zum Hafen rüberlaufen. Hier ist Konstantino. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling.
So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. Okay. Klingt gut. Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja. Dann geh zu Vatras, der wird dich bestimmt heilen und blute nicht meinen Boden voll. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du... Verstehe. Gut, was steht denn da alles drauf? Kräuterliste. Von Zuris, okay. Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel, Feuernässe, Feuerkraut, Feuerwurzel, Goblinbeere, Drachenwurzel, Snapperkraut, Feldknöterich und Kronstöckel. Alles klar. Was davon haben wir? Wir haben Goblinbeere, Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel, Feuernässe, Feuerkraut, Kronstöckel, Drachenwurzel und Snapperkraut. Da fehlt noch ein bisschen was, nicht? Feldknöterich zum Beispiel. Feldknöterich haben wir zum Beispiel nicht, ne? Ja. Okay. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Er erzählt alles. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Das ist ja interessant. Das darfst du keinen Prozess. Das ist ja schrecklich. Gibt es noch andere Händler hier im Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Er verkauft Fische. Auf der anderen Seite gibt es da noch Brahim, den Kartenzeichner. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Wenn ich jemanden dort kennen würde, dann würde ich hier sicher nicht stehen, mein Junge. Er arbeitet auf dem Ganzen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Ach, erzähl mir nicht sowas. Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Mein Mann sieht das anders.
Hast du was zu verschenken? Nein, aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Ach, erzähl mir nicht sowas. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Der steht die ganze Zeit da draußen und raucht und macht, sagt ab und zu mal, ja, du kannst auch zu Lema gehen, wenn du Geld brauchst. Okay. Warum soll ich mich denn noch der Job. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier, vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Meint sie das anders? Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar, und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Das ist mal wieder typisch. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne. Ja, aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Korinis nicht viel zu melden. Hier gibt's noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Gut, jetzt können wir auch mit dem reden. Der hat uns ja auch nicht reingelassen. Alvin. Junge, das Gehämmer von diesen Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du's mir. Ach, so sieht's aus. Na gut. Wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Angebot. Sind das deine Schafe? Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Und? Was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fellan macht sie noch verrückt. Irgendwann werden sie völlig durchdrehen. Das ist wohl Lucy. Achso. Aber mit dir können wir nicht normal reden oder halt mehr reden. Feldrüben. Gut. Dann kümmern wir uns mal in der nächsten Folge um Fellan. Mal sehen, was wir mit dem machen können. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.